Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich mich bei den Organisatoren sehr herzlich für die Einladung bedanken. Es ist mir eine große Ehre, heute hier sprechen zu dürfen. Und auch auf Wunsch von Herrn Franke ist nicht nur die Dopingkontrolle, die Dopinganalytik, sondern auch die Forensik hier mit bedacht. Sie werden sehen, dass es da einige Gemeinsamkeiten und Überlappungen gibt. Und auf die möchte ich dann im Folgenden eingehen. Vorweg, auch wenn, das ist auch richtig so und auch gut so und erhellend, es auch im Folgenden nicht immer ernst zugeht, soll nicht vergessen werden, es geht in der Dopingkontrolle, in Dopinganalytik immer um den Athleten, um den sauberen Athleten. Und zwar, um ihn zu schützen vor drei Dingen. Zum einen vor dem Antreten gegen betrügerische Sportler, vor Dopingfallen, in die Athleten auch heutzutage noch tappen und reinfallen können. Und drittens zum Schutz seiner eigenen Gesundheit. Denn nur das kann auch unterstützend mit der Dopinganalytik erreicht werden. Denn wenn wir nicht wissen, was in den Athleten hineingelangt, können wir ihn auch nicht davor schützen. Ich bin froh, dass Richard Young hier ist. Er ist einer der geistigen Väter des Welt-Anti-Doping-Codes und der wird auch nächstes Jahr in einer überarbeiteten Version wieder in Kraft treten. Das, was Sie hier sehen, ist in seiner Federführung mit entstanden. Es ist der Welt-Anti-Doping-Code, wo Doping an sich oder was es zu schützen gilt im Sport definiert ist. Und das ist im Wesentlichen auf den Begriff Spirit of Sport, der Geist des Sports, heruntergebrochen. Und da fallen natürlich immer wieder Aspekte wie Fairness, Teamwork, Courage, Respekt etc. Auch das gilt es natürlich hier zu schützen. Und Dopingmaßnahmen sind grundsätzlich damit nicht vereinbar. In dem Zusammenhang wird natürlich gern der antike olympische Athlet genannt. Und die meisten von Ihnen wissen das sicherlich, wir haben ja auch Historiker hier im Raum, dass es damals nicht nur in Olympia etwas zu gewinnen gab, nämlich den Kranz, den man dann aufgesetzt bekam, sondern bei den panhellenischen Spielen, da gab es ja mehrere verschiedene Preise zu gewinnen gab. In Olympia, wenn sie dann Erster wurden, bekamen sie einen Kranz aus Olivenzweigen verliehen. In Delphi war es einer aus Lorbeeren. In Korinth gab es den Kranz aus Fichtenzweigen. Und wenn sie es in dem Meer geschafft haben, als Erster durchs Ziel zu kommen, wurden sie mit Sellerie gekrönt. Kein Witz. Können Sie nachlesen. Wer möchte nicht mit Sellerie gekrönt durchs Dorf getragen werden? Also gab es damals schon Bestrebungen, die wir heute wahrscheinlich als Doping bezeichnen würden. Es gab nicht eigentlich den puren Athleten. Damals hat man versucht, die Waffen des Gegners zu manipulieren, die Jury zu bestechen. Und man hat auch damals schon auf gewisse Diäten, Stier- und Hundehoden werden immer gerne genannt, aber auch Pflanzenextrakte, um einen Leistungsvorteil zu erwirken. Wir haben es eben sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht bekommen. Wenn wir etwas nehmen, was nicht unserem Körper generisch zugeführt werden sollte, dann ist es eigentlich nicht die eigene Leistung, die abgerufen werden kann. Und nach wenigen tausend Jahren hat man auch schon festgestellt, wo eine Zentrale der körperlichen Leistungsfähigkeit zu finden ist, nämlich in der männlichen Hode, das Epizentrum der Maskulinität. Und man hat es glücklicherweise zunächst beim Hahn ausprobiert und nicht beim Menschen, denn man hat gesehen, wenn ich einen Hahn kastriere, aus ihm einen Kapaun mache, dann verliert er seine maskuline, aggressive Art und Weise. Und das Interessanteste daran war aber, wenn man die Hoden zurücktransplantierte, und das musste nicht mal die Hode sein, das konnte also der Hodensack sein, das konnte auch die Bauchdecke sein, dann wurde dieser Effekt rückgängig gemacht. Man hat also festgestellt, in der Hode wird etwas produziert, das unmittelbar für Maskulinität, Aggressivität und sportliche Leistungsfähigkeit verantwortlich ist. Und hier ist ein Auszug aus einer wissenschaftlichen Arbeit, 1849 wurde die veröffentlicht, über Kapaune beschrieben. Ich kapaunte 6 junge Hähne etc. etc. Die Tiere zeigten später ganz die Natur der Kapaune, benahmen sich feige, ließen sich mit anderen Hähnen nur selten in einen energielosen, kurzen Kampf ein und gaben die bekannten, eintönigen Kapaunenlaute von sich. Sie kennen das etc. etc. Ja, daraus resultierten dann aber auch einige Fehlinterpretationen. Eine davon ist hier dargestellt. Also man wusste, in der Hode wird etwas produziert, Testosteron war damals noch nicht bekannt. Wenn ich mir also jetzt Hundehoden nehme, wie es dieser junge Mann hier im zarten Alter von 72 tat. Ich nehme Hundehoden, zermörsere die, extrahiere sie mit Wasser und injiziere mir diesen Extrakt. Dann verjüngt mich das, so die Annahme und auch der Placebo-Effekt, den er dann erfahren hatte. Diejenigen, die jetzt biologisch nicht mehr so ganz informiert sind, da sind mindestens 3 Fehler in dieser Annahme gewesen. Fehler Nummer 1, die Hode nachweislich produziert Testosteron, vollkommen richtig, aber sie speichert es nicht. Sie müssten einige Kilogramm Hode oral zu sich nehmen, um die Tagesdosis Testosteron zu erreichen. Tagesdosis. Punkt 2. Testosteron ist per Definition ein Fett, ein Lipid. Und wenn Sie mal versuchen, Fette mit Wasser irgendwohin zu extrahieren, ist das ein sehr anspruchsvoller Sport.
Also wissen, dass es ein Placebo-Effekt war und dementsprechend hat sich das Ganze so auch nicht durchsetzen können. Glücklicherweise 1935 wurde dann Testosteron synthetisch hergestellt und daraus entwickelte sich dann die Ära, die in einem dieser Bücher gibt es sehr viele, sehr interessante, The Hormone Quest beispielsweise, The Story of the Century's Most Exciting Advance in Health and Human Welfare. Wenn man dann an einem solchen Symposium teilnimmt, ist es natürlich sehr fragwürdig, insbesondere wenn man dann auch die Arbeiten hier von Herrn Franke nochmal zitieren möchte, dass das nicht immer was mit Human Welfare zu tun gehabt haben muss. Und auch diese Kurve, die Pericles Simon eben schon gezeigt hat, ist hier nochmal in Zahlen ausgedrückt. Wenn Sie einfach mal schauen, 1980 in Moskau mussten Sie 22,4 Meter stoßen bei den Frauen, um überhaupt die Goldmedaille gewinnen zu können. 2008 in Peking und jetzt unter der Annahme, dass die sportwissenschaftlichen Arbeiten nicht unbedingt schlechter geworden sind, dass Trainingsmechanismen besser geworden sind, erreicht man nur noch 20,56 Meter. Also hier sind verschiedene Aspekte, die eben schon mal angeklungen sind, zu berücksichtigen. Zum einen wurden Trainingskontrollen eingeführt, aber viel wichtiger, in den Jahren 80, 85, 88 gab es im Grunde kein Nachweisverfahren für anabole Steroide, die danach sehr effizient, der erste und wahrscheinlich prominenteste Fall, Ben Johnson, hat das im Grunde eingeleitet. Ab da konnten anabole Steroide sehr gut getestet werden. Vorher, noch einen Schritt zurück, gab es erste Dopingkontrollen, aber nicht im Humansport, denn da konnten sie im Grunde kein Geld verdienen. Im Pferdesport, mit Wetten, da wurde Geld gemacht und Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die ersten Dopingkontrollen im Rennsport eingeführt, denn es war damals ein offenes Geheimnis, dass etwa 50% der Athleten gedopt an den Start gingen. Meistens damals noch mit Stimulantien. Wenn Sie jetzt also damals, das könnten Sie auch heute noch, aber das machen wir glücklicherweise nicht, wenn Sie damals einen Dopingtest durchführen wollten, brauchten Sie einen sogenannten Bioassay. Auch heute würden Sie das als eine etwa rechteckige Platte bezeichnen wollen. Damals sah ein Bioassay so aus. Der Frosch wurde ja eben schon angedeutet. Hier ist es kein Frosch, um den Biologen auch gerecht zu werden, es ist eine Kröte. Und der natürliche Feind des gedopten Pferdes war damals entweder die Kröte oder die weiße Maus. Und man konnte auch 1940 etwa einen Schwangerschaftstest beim Menschen mit einer Kröte durchführen. Das wissen Sie wahrscheinlich. Wird sogar heute noch gemacht. Sehen Sie, damals konnte man sogar Kröten, nein, das verrate ich jetzt nicht. Wenn Sie also einen Schwangerschaftstest durchführen wollten, wenn das heute noch gemacht wird, dann brauchen Sie eine Kröte. Wo kriegen Sie eine Kröte her? Damals in der Apotheke, heute Krötengeschäft. Ja, also wir in Köln, wir machen das ganz anders, wir sind ja eher pragmatisch veranlagt. Also wir gehen in einen Supermarkt und kaufen einen frischen Salat. Und wenn der wirklich frisch ist, dann lebt der hier noch sichtbare Kollege und dann können Sie den für einen Schwangerschaftstest verwenden. Wie funktioniert der Schwangerschaftstest? Sie brauchen also... Nein, natürlich nicht. Dann machen wir einen Schwangerschaftstest mit einer Kröte. Was Sie dazu brauchen, sind 10 Milliliter humanen Urin einer vermeintlich schwangeren Person. Und wenn Sie diesen dann haben, injizieren Sie der Kröte subkutan. Nach etwa wenigen Stunden mikroskopieren Sie den Spontanurin. Wie Sie den sammeln, habe ich nirgendwo gefunden, aber vielleicht haben Sie auch da eine Erläuterung. Also Sie sammeln den Spontanurin der Kröte, laufen mit dem Töpfchen hinterher. Und wenn Sie dann im Spontanurin dieses Bild sehen, ja, das sind Spermien, dann wissen Sie, dass die vermeintlich schwangere Person tatsächlich schwanger war, mit einer 97%igen Sicherheit. Denn das Schwangerschaftshormon HCG, was Sie auch mit dem B-Test heutzutage in der Apotheke messen würden, löst bei der Kröte die Ausscheidung von Spermien durch die Kloake in den Urin aus. Statistisch gesehen, wenn wir jetzt die Dopingkontrollzahlen nehmen, sind jedes Jahr etwa mittel 40 männliche Athleten schwanger. Statistisch gesehen. Es hat wahrscheinlich andere Gründe, höchstwahrscheinlich dann der Missbrauch des Schwangerschaftshormons. Aber wir testen nicht mehr mit Kröten, ich kann Sie beruhigen, wir haben andere Tests. Diese Tests werden dann derzeit in 32 Laboratorien akkreditiert durch die Welt-Anti-Doping-Agentur bzw. das IOC getestet. Die homogenste Verteilung können Sie hier zu meiner und linken und Ihrer rechten sehen. Verboten ist, das wurde auch eben schon angedeutet, was in der Verbotsliste aufgeführt wird. Die wird jedes Jahr erneuert und herausgegeben. Die 2014er Liste ist momentan in Kraft. Und es gibt 10 verbotene Substanzklassen, 3 verbotene Klassen an Methoden, die im Sport nicht zulässig sind.
Und das müssen Sie auswendig lernen, damit Sie gleich einen Kaffee kriegen. Das wird abgefragt, das ist vereinbart worden. Das sind beispielsweise anabole Wirkstoffe. Aber wichtig, und das ist der Unterschied hier zum Arzneimittelgesetz. Hier ist nicht nur verboten, was namentlich explizit erwähnt wird. Hier ist auch verboten, was chemisch wie pharmakologisch verwandt ist. Das gibt uns die Möglichkeit, sogenannte Designersubstanzen auch zu sanktionieren. Der Balco-Skandal wurde eben schon erwähnt. Dort wurden Substanzen entwickelt, die ausschließlich zu Dopingzwecken verfügbar waren. Diese Substanzen gibt es eigentlich gar nicht. Dementsprechend können sie da auch nicht aufgeführt sein. Aber sie können sanktioniert werden, wenn sie denn die Kriterien chemisch wie pharmakologisch verwandt erfüllen. Das gilt dann auch für Peptidhormone, EPO, IGF-1, Insulin, wenn sie denn nicht insulinpflichtiger Diabetiker sind. Alles, was strukturell verwandt ist, ist ebenfalls im Sport verboten. Warum haben wir nicht mehr positive? Da gibt es viele verschiedene Gründe und ich teile jetzt nicht alle Ansichten, die heute im Vormittag schon genannt wurden, aber einige schöne möchte ich Ihnen jetzt mal an illustren Beispielen näher bringen. Manipulation von Urinproben. Da haben wir auch Leistungssportler hier. Sie wissen, unter welcher stringenter Aufsicht Proben, Dopingkontrollen genommen wurden. Das heißt, die Observierung des ganzen Vorgangs ist im Grunde sehr detailliert und minutiös. Man sollte also ausschließen können, dass ein fremder Urin in eine Probe kommt. Diese drei Proben wurden uns 2007 ins Labor geschickt und sollten von vermeintlich mindestens drei verschiedenen Personen sein. Es bedarf keinen geschulten Auges, um zu erkennen, dass diese drei Proben eine sehr große Ähnlichkeit in einer Übersichtsanalyse ergaben. Und wenn wir diese Verdachtsmomente... Bitte? Kamen die aus Mannheim? Nein. Die kamen aus dem Ausland. Wenn Sie ein solches Verdachtsmoment haben in der Dopinganalytik, dann bedienen wir uns klassisch forensischer Herangehensweisen, beispielsweise ein DNA-Test. Der kann heutzutage auch aus Urin gemacht werden und wir müssen hier gar nicht in Details gehen. Es wurden die drei Urine untersucht, es war dann ein XY, also dementsprechend ein männlicher Urin und weitere 13 oder 14 Loki wurden untersucht und wie gesagt, ohne ins Detail zu gehen, es waren identische Urine. Nochmal ins Gedächtnis zu rufen, die Sichtkontrolle sollte eigentlich gewährleistet sein. Was passiert in einem solchen Fall? Es werden weitere Proben genommen zum DNA-Abgleich, also es werden weitere Proben der Athleten angefordert, Mundabstrich oder Blutprobe, um einen einfacheren DNA-Abgleich machen zu können. Keiner der Athleten, der getesteten Athleten, war tatsächlich der Produzent des Urins gewesen. Es war ein männlicher Verwandter zweiten Grades. Hier war es relativ schlüssig, früher oder später, denn sie kamen auch aus dem gleichen Team. Wir hatten allerdings 2009 und 2010 einen etwas komplexeren Fall. Da hatten wir 8 Proben, die identisch waren. Auch da wurde dann eine DNA-Analytik durchgeführt. In dem Fall waren es Frauen. Aber hier war das Problem, dass wir keinen gemeinsamen Nenner finden konnten. Es waren verschiedene Teams, verschiedene Trainer, verschiedene Sportstätten. Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Ich weiß nicht, ob Sie schneller sind. Der einzige gemeinsame Nenner war hier die Dopingkontrolleurin. Sie müssen sich das also dann der Auskunft nach so vorstellen. Es war einfach nicht möglich, es gleichzeitig überall und dann die Proben und hin und her fahren. Also die Kollegin nahm ja keine verbotenen Substanzen. Ne? Und da hat sich gedacht, dann fülle ich doch alle Becherchen selbst, versiegel die und fülle die Protokolle aus, schicke sie nach Köln, merkt ja keiner. Da war dann der gedankliche Fehler. Zumal eine solche Dopingkontrolleurin dann auch des Betrugs strafrechtlich belangt werden muss, denn sie fälscht Unterschriften und Dokumente bezüglich Athletinnen, die von ihrem Glück des negativen Tests gar nichts wussten. So, dann gibt es andere Proben, die auffällig sind. Sie sind also dann, ich meine, es gibt ja genügend Männer hier im Raum. Also stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem öffentlichen Urinal. Links pinkelt einer rot, rechts einer grün. Das irritiert. Aber auch im Labor ist das jetzt nicht anders. Sie bekommen diese Styroporboxen, sie öffnen die, dann kommt eine rote Probe, eine grüne Probe. Man fragt sich unweigerlich, wie sieht der Athlet dahinter aus? Auch da haben wir dann verschiedene Theorien gehabt, aber die haben wir dann auch wieder verworfen. War ja auch nur ein Gedankenexperiment. Aber diese Probe ist eigentlich mein persönlicher Favorit gewesen. Diese Probe, also rein optisch, vollkommen unauffällig. Und dann wurde eine Übersichtsanalyse gemacht und ich garantiere Ihnen, jeder menschliche Urin von einem lebenden Menschen, wohlgemerkt, enthält Steroide. Das ist völlig normal, das ist sogar wichtig. Diese Probe enthielt kein einziges Steroid. Unwahrscheinlich.
gab einen vergleichsweise hohen Saccharidgehalt, das sehen wir aber hier und da schon mal, ein bisschen Alkohol ist ohnehin nicht selten. Hordenin, also wenn Sie gestern Abend hier einen lecker Berliner Weißer hatten, dann haben Sie auch Hordenin im Urin. Aber was Sie niemals haben sollten, ist ein intaktes Protein Serpin Z4. Wenn Sie das in Ihrer Blase mit sich herumtragen, ordnet Sie das der Kategorie Hordeum vulgare zu. Altlateiner wissen es schon, es ist die gemeine Gerste. Was wir hier hatten, ist eine Probe aus dem Mittleren Osten und enthielt alkoholfreies Bier. Es war zwar alkoholfrei, aber es hat nicht den Magen passiert und dementsprechend wurde der Athlet trotzdem für 2 Jahre gesperrt. Was gibt es noch? Substanzen, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Das ist natürlich schon zu berücksichtigen. Wir haben es hier nicht nur mit den bekannten Substanzen aus der Apotheke zu tun, sondern auch mit Stoffen, die entweder in der klinischen Entwicklung waren, es noch sind oder vielleicht dort gar nicht mehr untergebracht sind. SARMs, das sind anabole Steroide der Neuzeit. Sie haben mit Steroiden nichts gemeinsam, außer der Tatsache, dass sie tatsächlich wie Anabolika wirken. Aber strukturell, das soll auch Sie jetzt nur so ein bisschen beeindrucken hier, strukturell haben sie nichts mit Steroiden gemeinsam. Am Bild dargestellt, wenn Sie es mit Testosteron, der Ursubstanz anaboler Steroide, vergleichen, dann stimuliert Testosteron den Androgenrezeptor in Haut, Knochen, Muskel, Gehirn, Prostata. Und Sie wollen tatsächlich den Stimulus nur in Muskel und Knochen haben. In allen anderen Organen das ist eher nachteilig. SARMs sind selektiv, deswegen heißen sie selektive Androgenrezeptormodulatoren und stimulieren Muskel- und Knochenwachstum und inhibieren das Prostatawachstum. Klinisch gesehen eine höchst interessante Substanzklasse bei Muskelschwund, Osteoporose, Altersgebrechlichkeit, selbst Verhütung beim Mann, reversible Verhütung beim Mann ist hier im Gespräch und in der klinischen Entwicklungsphase. Das Problem für solche Substanzen ist, die Strukturen sind mehr oder weniger bekannt, die Verbindungen für uns auf legalem Wege kaum zu bekommen. Das bedeutet, wir müssen hier im Rahmen unserer Tätigkeiten Literatur, Patente, Veröffentlichungen durchsuchen, Substanzen synthetisieren, Modellsubstanzen herstellen, um auch Nachweisverfahren entwickeln zu können. Und gleichzeitig wird dann, so gibt es dann die auch in Bonn und übrigens auch, das möchte ich auch dankend erwähnen, vom Bundesministerium des Innern, Herr Moog ist ja hier, im Europäischen Beobachtungszentrum recherchiert und angeschafft werden. Substanzen wie diese hier wurden bei Internetrecherchen als besonders auffällig eingestuft. Wenn Sie ins Internet gehen und sagen, SARMs, Doping oder kaufen, eingeben, werden Sie etwa 15.000 Treffer bekommen. Davon sind 14.990 mit sehr leicht bekleideten Herren und Damen, sehr muskulösen Oberkörpern abgebildet. Deswegen war diese so auffällig. Es war nicht da. Genau dieses Image war nicht zu finden. Aber ein korrekter chemischer Name, eine korrekte Strukturformel. Also waren wir im Grunde genötigt zu kaufen. Auf Purchase gedrückt, dann werden sie weitergeleitet. Disclaimer, sie sind also älter als 18 Jahre und sie werden es auch nicht essen, das müssten sie also da unterschreiben. Aber ich hatte hier keine Wahl, Sie sehen, da steht nur noch I agree, also ein Disagree gab es nicht, also bin ich eine Stufe weitergegangen und gleich auf die Bezahlseite gelangt. 30 Milliliter dieser Probe konnte ich für 100 US-Dollar zuzüglich Versandkosten erwerben. Ich habe 6 Wochen gebraucht, um es selber herzustellen. Also 100 US-Dollar, ein Angebot, ein Wahnsinnsangebot. Ich war extrem aufgeregt zu diesem Zeitpunkt. Und dann macht man ja die meisten Fehler. Ne? Dann denkt man nicht mehr so nach. Und dann habe ich dann hier beim Kaufen habe ich meine E-Mail-Adresse, also meine reguläre, angegeben. Wenn Sie dann über graue Kanäle was verkaufen, dann kontrollieren Sie möglicherweise, wer der Käufer ist. Und wenn Sie das im Internet eingehen, kommen Sie unweigerlich auf das Institut für Biochemie. Herr Schänzer wurde auch eben erwähnt, er fand das dann eher enttäuschend, gut investiertes Geld. Da habe ich ihm dann verschwiegen, dass ich als Versandadresse auch das Institut angegeben habe. Ja, man lernt ja dazu, aber wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am lautesten. Das interessiert die eigentlich gar nicht. Ne? Also 2 Wochen später bekam ich die Flasche hier zur Rechten. Zugegeben, die Banderole fehlt, aber ansonsten ist das ein sehr authentisches Produkt gewesen, was, und das war tatsächlich ein Novum 2008, authentisches SARMs enthielt. Es war nur 85% rein, also wenn Sie das einnehmen, sind die gesundheitlichen Risiken mehr als nicht abzuschätzen. Sie sind im Grunde extrem hoch. Aber es wurde geliefert und es kam jetzt nicht aus dem gerne propagierten Osten, sondern in dem Fall aus den Vereinigten Staaten und wurde, wie gesagt, an die Institutsadresse geliefert. Aber natürlich nicht als SARMs, das wäre ja im Zoll hängen geblieben. Es war ein Teebaumextrakt und Gesichtscreme, die man mir für 10 US-Dollar zugeschickt hatte. Also natürlich muss auch der Zoll unterwandert werden. Das Gute ist, heutzutage bekommen Sie eine Versicherung, wenn Sie kaufen. Da steht drin, wenn es im Zoll hängen bleibt, schicken wir Ihnen kostenfrei eine zweite Charge hinterher. Das hat dann auch nur
3 Jahre gedauert seit der Entwicklung des Tests, bis dann im Rahmen dieser präventiven Dopingforschung auch die ersten positiven Befunde aufgetreten sind. Und es war genau dieses SARMs, was wir auch auf dem Schwarzmarkt erworben haben. Man muss dabei wissen, dieses Produkt ist 2006 bereits von der Firma, die es hergestellt hat, eingestellt worden, wegen schwerster Nebenwirkungen. Nichtsdestoweniger wurde es 2009 und 2010 in Sportlern gefunden. Das hat sich seitdem relativ breit aufgestellt. 2013, um einen der jüngeren Fälle zu nennen, dann auch ein kanadischer Bobfahrer. Auch in Deutschland haben wir dieses Problem. Das sehen wir in erster Linie daran, dass es im Zoll auffällig wird. Der deutsche Zoll und auch die Kriminalämter sind sehr aufmerksam. Wir haben sehr enge Kooperationen. Und dort wurde jetzt beispielsweise 2012 ein Kilogramm dieses SARMs konfisziert. Um Ihnen ein Gespür dafür zu geben, normalerweise ist die therapeutische Tagesdosis 3 Milligramm. Also mit einem Kilo kommen Sie schon relativ weit. Und dann gibt es, damit will ich Sie gar nicht quälen, keine Sorge, aber es gibt in dem Pfad zur Energiebereitstellung in der Muskulatur eigentlich keinen Punkt, den Sie pharmakologisch nicht manipulieren können. Und einer möge hier aufgezeigt sein, da geht es um AMPK und PEPA-Delta-Agonisten. Auch das müssen Sie sich nicht merken. Interessant wird es immer nur dann, wenn ich Ihnen sage, dass es diese Substanzen gar nicht gibt und auch wahrscheinlich nie geben wird, weil auch diese in den klinischen Studien es nicht weit gebracht haben. Aber im Tiermodell, und das ist meistens Anreiz genug, ein extrem großer Leistungszuwachs verzeichnet wurde. Die Mäuse werden trainiert, das haben Sie ja eben schon mal gezeigt bekommen. Also wenn sie untergehen, weiß man, sie sind bis zur Erschöpfung belastet worden. In diesem Fall wurden Mäuse mit AMPK und PEPA-Delta-Agonisten als Trainingsmimetika versorgt worden. Und wenn Sie jetzt eher so wie ich eine blutarm-arbeitsscheue Erscheinung sind, dann sind Trainingsmimetika eine extrem interessante Substanzklasse. Denn diese gaukeln Ihrem Körper vor, dass Sie gerade 10 Kilometer laufen, obwohl Sie sich auf einem Sofa mit Bio und Chips befinden. Das Gleiche hat man in diesem Tiermodell nämlich getestet. 4 Wochen lang wurden Mäuse in einem metabolischen Käfig, also freier Zugang zu Wasser und Nahrung, gehalten. Die eine Gruppe bekam ein Medikament, die andere nicht. Und nach 4 Wochen hat man sie dann auf ein Laufband gesetzt, ohne Training. Und die eine Gruppe lief 44% länger und ausdauernder als die andere, ohne dass ein anderer Einfluss außer diesen Medikamenten, Kandidaten muss man dazu sagen, stattgefunden hat. Therapeutisch wurden diese Substanzen untersucht gegen Fettleibigkeit, metabolisches Syndrom, also durchaus etwas, was von Bedeutung ist. Und das ist jetzt ein 90-minütiges Video. Ich hoffe, Sie haben Zeit mitgebracht. Die linke Maus, das können Sie hier auf dem Laufband erkennen, hat keine Medikationen erfahren, die rechte schon. Und da hinten gibt es so eine Platte, die die Maus stimuliert, weiterzulaufen. Sie wollen nicht genau wissen, wie das funktioniert, glauben Sie mir. Aber Sie sehen, sie schafft es kaum da hinten raus, während die andere liedchenpfeifend einen Sprint anzieht. Mit dem einzigen Unterschied, dass hier eine Medikation bzw. keine Medikation vorgelegen hat. Und es dauert dann auch meistens nicht lange, bis solche Substanzen dann auch im Umfeld größerer Sportveranstaltungen in Mülltonnen in dem Fall vorgefunden werden. Und dann meint man, na gut, das war vielleicht ein Einzelfall, wer weiß, wer das da reingetan hat, wollte einen Skandal haben. Gut, das heißt dann tatsächlich doch was, denn auch 2012 wurde es in Besitz von Teambetreuern, in dem Fall EICA und TB500, beschlagnahmt. Und wenn man dann schaut, auch dieses Produkt GW1516, ein Trainingsmimetikum, ist 2006 wegen schwerster Krebserkrankungen in den Testtieren vom Markt genommen worden, aus der klinischen Entwicklung herausgenommen worden, hat es trotzdem 2012, 2013 zahlreiche positive Befunde quer über den Globus in verschiedensten Sportarten gegeben. TB500 wurde, wie gesagt, auch beschlagnahmt. Das ist eine ganz interessante Substanzklasse, die hat eigentlich gar kein therapeutisches Spektrum. Sie wird angeboten im Pferdesport, Drug-Free Performance beworben. Und das können Sie dann kaufen und dann bekommen Sie dann auch natürlich noch ein Erklärungsschreiben dazu. Ist TB500 safe? Naja, also es ist eine synthetische Version eines Peptids. Ja, also es ist natürlich completely safe, das steht da nochmal drunter. Gibt es Side Effects? Nein, nein, es ist ein natürlich vorkommendes, auch wenn es synthetisch hergestellt wurde, ein natürlich vorkommendes Peptid. Und there are no side effects. So. Und dann gibt es noch die Vorteile, es wirkt also bei allem und nichts und es ist legal, also es ist natürlich 100% drug-free, weil es ist ja synthetisch hergestellt und natürlich vollkommen legal. Dann haben wir da auch da einen Testkauf durchgeführt und dieses Mal bin ich mir sicher, die haben gegoogelt. Denn ich habe eine Packung bekommen, da steht nicht TB500 drauf, sondern Hair Fitness Treatment. Ja, ich weiß nicht, wie die das
ausgerechnet in diese Packung haben tun müssen. Nun, es war dann auch tatsächlich Nutriol als Begleitschreiben drin, aber man kann es wahrscheinlich hier unter den Lichtverhältnissen und der Größe nicht sehen. Es war ein kleines Gefäß mit TB500 drin und es war auch tatsächlich das Lyophilisat, also das Produkt war authentisches TB500, was nicht natürlich ist, möchte ich nochmal dazu sagen. Und dann sollte man meinen, gut, das war ja für den Pferdesport beworben. Und wenn Sie diese Seiten weiterverfolgen, dann finden Sie ja alles von synthetischen Peptiden, die nicht weiter beschrieben werden, Hypophysenextrakten, TB500, was haben wir noch, Supershot und Lightning und Factrel, alles ist dabei. Das nimmt doch kein Athlet. Wir haben es doch mit mündigen Personen zu tun. Nun ja, also im Umfeld von Athleten werden dann tatsächlich doch diese Sachen hier beschlagnahmt. Zum Glück sind alle diese Präparate, das ist der Tisch in meinem Büro, sind alle diese Präparate gefälscht. Was Sie da für hunderte von US-Dollar kaufen, ist in der Regel Sesamöl oder Wasser mit einem Lebensmittelfarbstoff oder es ist komplett leer, hatten wir auch schon. Also Sie kaufen dann ein leeres Glas für 149 US-Dollar. Jetzt wollten wir die Forensik noch mit ins Boot nehmen und da sehen wir auch, dass die Nachweisverfahren, die eingesetzt werden, jetzt nicht unbedingt mit anderen klinischen Tests vergleichbar sind, denn wir haben doch andere Vorgehensweisen und Wiederholungsanforderungen. Und Insulin ist einer der Beispiele, wo Sie sehen können, dass ein Kontrollverfahren aus der Dopinganalytik in der Forensik, in der strafrechtlichen Verfolgung mehrfach, wenn zahlreich zum Einsatz kommt. Warum Insulin? Nun, es gibt zahlreiche Geständnisse, das ist jetzt eines der jüngeren, dass Insulin eines der ganz wenigen Präparate ist, was von Nicht-Diabetikern so ziemlich nach jedem Training oder nach jedem Wettkampf genommen wird. Gleich nach der Dopingkontrolle, intramuskulär. Und es gibt Fallbeispiele, wo dann entsprechende Herrschaften mit Unterzuckerung und komatösen Zuständen in Kliniken eingeliefert wurden. Es gibt Bücher, die sich ausschließlich mit Insulin als Anabolic Report beschäftigen, also nicht jetzt als Therapeutikum, sondern als Dopingsubstanz. Und Dwayne Chambers war auch einer derjenigen, die das umfangreich beschrieben haben, dass es zu ihrem täglichen Dopingprogramm gehörte. Und warum Forensik? Nun, es gibt in der Rechtsmedizin sehr viele Fälle, wo man nicht weiß, warum die entsprechende Person verstorben ist. Und ein Beispiel ist in diesem sehr interessanten Übersichtsartikel zusammengefasst worden. Insulin ist eine sehr gefährliche Mordwaffe. Das therapeutische Fenster ist relativ klein. Wenn Sie überdosieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in einen Koma fallen, sehr groß und dass Sie daran versterben, ebenfalls gegeben. Und das hat dazu geführt, dass man uns seit etwa 2007 regelmäßig, ich würde sagen, es sind etwa 10 Fälle jedes Jahr, kontaktiert, ob wir nicht helfen können, ob wir nicht Proben von noch lebenden oder verstorbenen Personen hinsichtlich körperfremden Insulins testen können. Weil wir ja Nachweisverfahren haben, die belastbar sind, die gerichtsfest sind. Und ein Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht. Hier ging es um ein 8 Wochen altes Baby. Das wurde in der Kinderklinik in Chicago, in St. Louis, eingeliefert, hypoglykämisches Koma. 8 Wochen alt, also eine Selbstapplikation ist hier auszuschließen. Und man hat festgestellt, starke Unterzuckerung, man hat es stabilisiert und auf die Intensivstation gebracht. Jedes Mal, wenn die Eltern zu Besuch waren, trat das hypoglykämische Koma wieder auf. Man hat uns Proben geschickt, 6 Stück, und hat gesagt, eines davon ist die Probe des Kindes. Anonymisiert, so wie es in einer Dopingkontrolle auch stattfinden würde. Schauen Sie mal nach, ob Sie in irgendeiner Probe was finden. Und wir fanden in genau einer Probe körperfremdes Insulin. Ich sage, gut, kann ja auch mal ein Glückstreffer gewesen sein. Wir schicken euch nochmal 6 Proben. Diesmal bekamen wir 6 Proben von Diabetikern. Das heißt, in jeder Probe war körperfremdes Insulin drin. Und in einer Probe genau das Insulin, was wir auch bei dem Baby gefunden haben. Das heißt, hier wurde der gerichtsfeste Beleg erbracht, dass die Eltern, offenbar, das ist natürlich die Vermutung, die noch da steht, aber dass dem Insulin, dass dem Kind körperfremdes Insulin beigebracht wurde. Kann sie beruhigen und die Stimmung auch wieder aufhellen. Das Kind hat das folgenlos überlebt, aber die Eltern sind dafür zu mehreren Jahren Gefängnis wegen versuchten Totschlags verhaftet worden. Und dann sind sie sich, das kann ich Ihnen versichern, absolut sicher, wenn Sie solche Daten herausgeben, dass Sie hier keinen falsch positiven Befund erheben. Dass Sie hier eine klare Differenzierung haben, dass die Proben 4-mal wiederholt wurden von unterschiedlichen Technikern und Laboranten. Und das ist auch die Vorgehensweise bei einem Dopingverdacht. Wir haben es nicht mit einem erhöhten Grenzwert zu tun, oder einem Wert, der über einem Grenzwert liegt und sagen, jetzt haben wir aber einen positiven Befund erhoben und die Herrschaften müssen gesperrt werden. So einfach ist es dann doch nicht. Also wir haben schon sehr viele Sicherheitsmechanismen, die genau das nämlich verhindern sollen, dass wir einen Sportler zu Unrecht beschuldigen.
Im Gegenteil, dass wir ihn vor zu unrechten Anschuldigungen schützen können. Man kann die Betrachtungsweise gerne mal umdrehen. Wir sehen auch die Zahlen, die wenigen positiven Prozente, die wir haben, eher als positives Signal, zumindest in Deutschland, weil wir wissen, dass unsere Dopingkontrolle, unsere Dopinganalytik extrem gut ist. Und dann ist auch genau das Ziel erreicht, wenn wir wenig positive Befunde haben, bei einer sehr guten Analytik und Kontrolle. Wir haben Nachweisfenster für anabole Wirkstoffe, die mittlerweile bis zu 6 Wochen gehen, dass wir auch bei Trainingskontrollen, auch wenn Sie sagen, wir haben sehr wenige gehabt. Ich bin der Meinung, dass das in Deutschland, das kann ich natürlich nicht für den internationalen Antidopingkampf sagen, weil mir da die Zahlen zu fehlen. Aber für Deutschland kann ich sagen, wenn wir hier so dicht testen und auch die richtigen Leute testen, dass wir mit einer niedrigen Prozentzahl eigentlich unserem Ziel näher kommen, als vom Ziel abrücken. Dann gibt es in der Forensik, wenn der entsprechende Herr oder die Frau verstorben ist, noch die Möglichkeit, eine andere Matrix zu nehmen, nicht Blut oder Urin, sondern Glaskörperflüssigkeit. Das ist eine sehr konservierte Flüssigkeit hier im Auge. Ich gebe zu, das ist für die Dopinganalytik keine Matrix. Denn das machen die Athleten dann wahrscheinlich doch nicht mit. Aber auch da können sie mittlerweile bis mehrere Monate nach Ableben Insulingaben nachweisen. Das ist natürlich auch ein sehr interessantes Feld, wo Dopinganalytik, Forensik sich ergänzen. Und damit möchte ich mich sehr herzlich für Ihre Geduld, Ausdauer und Aufmerksamkeit bedanken.